Mutter Maria sagt, ihr tretet jetzt in die siebenjährige Trübsalzeit ein und Vision der Entrückung. 21. Juli 2021. Ezekiels Vision und Botschaft von Mutter Maria, gesprochen von Jackie. Claire begann: Frieden und Gnade für euch, liebe Herzbewohner. Ich möchte mit euch allen die Vision von Vater Ezekiel teilen. Er begann: Es brauen sich Sturmwolken über einer Straße in der Stadt zusammen. Ein Bettler stand an der Ecke und überall liefen Menschen hin und her. Dann, ganz plötzlich, wurde er mit Licht verwandelt und hochgehoben. Der Bettler wurde entrückt. Alle waren in Panik und wussten nicht, was sie tun sollten. Die Leute rannten in alle Richtungen und schrien. Ein paar Minuten später wurden ein paar andere mitgenommen. Der Rest blieb zurück. Der Feind wird die Lüge verbreiten, dass jene, die entfernt wurden, nicht bereit waren für den nächsten Evolutionsschritt des Menschen und der Erdgeist Gaia habe sie eliminiert. Und das war das Ende seiner Vision. Mutter Maria begann zu sprechen. Was jetzt vor sich geht, ist in jeder Hinsicht tragisch. Ihr tretet in die Trübsalzeit ein. Auch jetzt, während wir sprechen, schreiten die Dinge voran, die die nächsten 7 Jahre dieser Welt bestimmen werden. In der Tat sind die Plejadier Dämonen der schlimmsten Sorte. Viele werden auf diese Täuschung hereinfallen, weil sie Wissenschaft, Logik und die Denkweise des Menschen anbeten. Es wird ihnen nie in den Sinn kommen, das, was gelehrt wird, mit dem zu vergleichen, was die Kirche Satans glaubt. Du darfst dich davon nicht aufhalten lassen, Claire. Du musst es deutlich machen, dass dies nicht das 1000-jährige Friedensreich Christi ist. Dies ist die Herrschaft des Antichristen und der Verkörperung Satans. Es fehlt der Glaube in Aktion. Der Glaube ist das, was andere befähigt, die Wahrheit zu glauben, wie sie in der Bibel offenbart wurde. Aber weil die Männer und Frauen im Leib Christi so sehr an Programme, Finanzierung, Showtime und beweisbare Statistiken verkauft sind, hat das, was man sieht und hört, Vorrang vor dem Glauben. Dann verdunkelt sich der Glaube zugunsten von Programmen und Techniken zur Manipulation der Menschen, damit sie alle möglichen Aktivitäten unterstützen, die vom Feind inspiriert werden, nicht von unserem süßen Heiligen Geist. Es ist alles wie immer. Es wird bald eine scharfe Trennung geben zwischen jenen, die für die Belohnungen dieser Erde leben, und jenen, die nur für die Herrlichkeit Gottes leben. Die Herrlichkeit wird an dem Bettler gesehen, der als Erster in den Himmel genommen wird. Aber jene, die als Nächstes kommen, leben nicht das Leben oder stärken das, was übrig bleibt. Dieses Muster wiederholt sich immer und immer wieder überall auf der Welt. Es kommt ein Punkt des Aufbruchs, an dem die Menschen auf der Erde nicht mehr an das Übernatürliche glauben. Ja, es wird eine Erneuerung kommen, aber viele werden abfallen. Viele, viele, viele. Sie werden nicht bereit sein, auf den Heiligen Geist zu hören, aber sie werden nur allzu bereit sein, auf den unheiligen Geist zu hören, der in anderen und in der Welt lebendig ist. Es wird in dieser Hinsicht eine scharfe Trennung geben zwischen jenen, die an die Wissenschaft und an Dämonen-Aliens glauben, und jenen, die an die Bibel glauben. Das ist, wo die Geschichte ins Spiel kommt, dass die Entrückung jene entfernt hat, die nicht für das neue Zeitalter bereit waren. O Mutter,
Wenn der Herr diese Dämonen nicht 1000 Jahre lang einsperren würde, wenn dies nicht so wäre, würde niemand glauben. Genau darum geht es bei der Symbolik, wo der Leib Christi vom Haupt entfernt wird. Hier spricht sie davon, dass Ezekiel den Kopf von Jesus hoch oben auf einem Pfahl sah. Der Leib war abgerissen worden. Aber wie passen die Chinesen in all dies hinein? Sie werden benutzt und besitzen bereits die vielen Regeln des Antichristen. Das goldene Zeitalter, ihre Richtlinien stimmen mit Satans überein. Der Sturm kommt, Claire, der Sturm kommt. Halte dich in allen Lebenslagen an den Herrn. Er wird dich beschützen. Bete für die Unerlösten. Und das war das Ende der Botschaft. Unsere Gebete sind in dieser kritischen Zeit so wichtig, liebe Herzbewohner. Lasst uns in einer betenden Haltung bleiben. Gott segne und beschütze euch alle.